Das ist zum Beispiel eine Sache, hervorragend, wie Gott uns hier jetzt live, gleich mit Pleiten, Pech und Pannen aufzeigt, wer hier eigentlich der Chef ist, nämlich er. Er führt unsere Welt im Grunde genommen nach drei Prinzipien. A, B und C. A, alles kommt von mir, das sagt der liebe Gott zu uns. B, alles ist zum Guten. Und C, wenn du durcheinander bist, dann bei A und B stimmt bei dir irgendwas nicht. State of Mind, die Einstellung bei A und B, irgendwas stimmt da nicht. Und deswegen bist du dich durcheinander, deswegen geh zurück und prüfe A und B. Und das sind wir jetzt hier. Wir haben uns vorbereitet, wir sind alle da, wir sind auf Timing getrimmt, aber Gott hat andere Pläne. Deswegen nicht wütend sein, nicht sauer sein und auch nicht enttäuscht sein, sondern einfach nur happy sein. Wie gesagt, es kann auch wieder passieren. Mein Computer, der Antivirus hier, der mag das nicht, das Windows 8 mag hier dieses Programm nicht so. Bis zum nächsten Mal, bin ich vorbereitet, versprochen. Aber so lernt man im Leben. Noch eine wichtige Regel. Wenn man hinfällt, dann fällt man nicht hin, weil etwas schlecht ist oder weil es mir gebührt hinzufallen, sondern wenn ich hinfalle, dann hat es nur einen Grund. Nämlich, Gott möchte, dass ich da, wo ich hingefallen bin, etwas finde. Etwas finde, es aufnehme, ist positiv für mich im Leben. Okay. So viel eine kleine Einleitung zur Pleitenfallen. Wie gesagt, ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, aus Stuttgart, aus Marsbach, aus Österreich, aus da, aus hier und da und ich aus dem wundervollen Jerusalem. Ich habe natürlich am meisten Glück und Schwein gehabt. Deswegen freue ich mich. Ich freue mich über. Und das ist unsere super Sache. Shalom, shalom. Yes, unser Internet, der Josef Mechama. Und der Film Chirut. Shalom, shalom. Wir sind ein Herz und eine Seele übrigens. Sind wir mal live, bekommt ihr hier. Ich habe alle hergeholt, damit dieses Programm jetzt endlich läuft. Sogar den Chef habe ich angerufen. Dankeschön. So. Ich hoffe, ihr habt das alles durchgelesen, oder? Vermutlich ist euch allen aufgefallen, dass ich in dem Text, in dem obigen Text, da waren einige Schreibfehler, haben sich da eingeschlichen, und zwar anstatt einem U ein X. Okay. Und die Botschaft war natürlich klar, nämlich, dass ein Buchstabe, wenn du den vertauscht, dann ist der ganze Text futsch. Das Allergleiche müssen wir wissen, dass unser lieber Gott, der Wachschimulat, er hat uns ein Buch gegeben, das Buch der Bücher. Die Tora. Tora mit schon Hora'a heißt es. Hora'a bedeutet Anleitung. Das ist eine Gebrauchsanleitung für uns alle. Und jeder Buchstabe in der Tora entspricht einem Menschen. Das bedeutet, jeder, der jetzt hier dabei ist mit uns, jeder. So wie wir alle zusammensitzen, ist der Wachschimmel. So haben wir, so entspricht jeder Buchstabe, entspricht einem Menschen. Zum Beispiel, Bereshit bara Elokim et ha-shamayim et ha-aretz, das ist der erste Pasuk. Dann steht, Bereshit der Spät, das kann zum Beispiel ich sein. Oder der Klaus, oder die Anna, oder der Gottfried, oder die Elisabeth, oder der Boris, oder die Katja, oder der Manfred, oder der Bernd, oder die Hanna, oder alle. Warum ist das so, dieses Vergleichnis? Gott will uns mit auf den Weg geben, als sehr wichtige Botschaft. Die Menschenliebe. Wie wichtig ist das Miteinander? Deswegen habe ich gefragt zu Beginn, woher kommst du, woher kommst du, woher kommst du? Dieses Multikulti, das bereitet unseren Schöpfer eine sehr, sehr große Freude. Und warum bereitet es unseren Schöpfer seine große Freude? Aufgrund der Tatsache, dass jeder Mensch ein Buchstabe der Tora ist. Und jetzt nimm mal aus der Tora einen Buchstaben raus. Was passiert da mit dem Buch? Buch Hashem, wir lesen jeden Shabbat die Tora. Gott der Tora. Wir sind glücklich. Und dann, was passiert dann? Stell dir mal vor, ein Buchstabe
fehlt in der Tora. Was ist da los? Dieses ganze Buch. Also dieses ganze Buch ist dann im Prinzip nicht koscher und deswegen darf aus diesem Buch nicht gelesen werden. Sondern es muss korrigiert werden. Das war der gleiche hier. Mit uns. Einer fehlt. Auch hier in dem Programm. Wir sind jetzt eine Gruppe. Wir müssen noch mehr Buchstaben mit reinholen. Noch mehr Buchstaben. Das ist das Wichtigste. Das mit jeder Reihe erstens, wie wichtig du bist. Wie wichtig du bist für den Schöpfer. Denn ich kann nur zu einem Menschen oder zu irgendetwas eine Bindung aufbauen, wenn ich weiß, dass mich dieses oder jenes liebt. Wenn ich weiß, dass ich geliebt werde, dann bin ich auch in der Lage, eine Liebe zu dieser Person aufzubauen. Und unser Schöpfer, er liebt uns. Und er liebt als Beweis dafür, hat er jedem Leben ein Buchstaben geschenkt, ein Buchstaben gewidmet in dem Buch der Bücher. Und wenn du nicht drin bist in diesem Buch der Bücher, dann ist das ganze Buch sinnlos. Muss korrigiert werden, man darf nicht daraus lesen, man darf nicht die speziellen Segensprüche, die man dort gesagt, darf man nicht sagen. Ja, das ist das Wichtige. Der Baal Shem Tov hat mal gesagt, warum gibt es Spiegel? Wisst ihr, warum es Spiegel gibt auf der Welt? Ich höre euch immer noch nicht. Ist das normal, dass ich niemanden höre? Hörst du mich? Jetzt habe ich jemanden gehört. Was ist der Klaus? Ja. Okay. Hören die anderen sind auch dabei, können was sagen? Okay. Macht er nichts. Ich habe nur den Klaus gehört, aber den Klaus werde ich erinnern. Was ist mit dem Bernd? Der Bernd hört mich? Leider höre ich dich nicht. Aber herzlich willkommen, lieber Bernd. Ich habe ziemlich auf der Rollstrom deswegen. Jetzt. Woher kommst du, Bernd? Von Stuttgart, wieder Bruno. Hoppa. Freunde? Ihr kennt euch. Wir sind uns übrigens Schüler vom richtigen Rabbiner. Liebe Jutta, woher kommst du? Ich bin von Schweinfurt, das ist in Unterfranken bei Würzburg. Ich kenne Schweinfurt. Echt schön. Ich bin gebürtiger Regensburger. Oh, super. Perfekt. Die liebe Anna und der liebe Gottfried, die kenne ich. Wie geht's euch? Baruch Hashem. Schönes Bild hinten, du Künstler. Perfekt. Wir machen so eine Kennenlernrunde, damit wir uns kennenlernen. Wir müssen ja, eine Geschichte kann nur harmonieren, wenn die Buchstaben schön miteinander. Den lieben Klaus kenne ich auch. Manfred Knorr, woher kommst du, mein lieber Manfred? Ohne Gesicht, aber es macht ja nichts. Kommt noch. Hauptsache ich bin Ton jetzt erstmal. Manfred? Okay, es macht ja nichts. Dann haben wir die Solveig. So steht es da. Ist das dein Name, Solveig? Das ist dein Name, kann ich lesen auf deinen Lippen, aber? Okay. Herzlich willkommen. Okay. Ja, wir müssen das Programm ein bisschen kennenlernen, wir müssen das füllen. Jochen. So eine Einstimmung für uns alle, damit wir das, für mich, das ist mein erstes Mal. Ich bin aufgeregt wie beim ersten Mal. Ich kenne mich nicht aus wie beim ersten Mal. Schwierig, aber wir schaffen das, oder? Ihr seid mit mir. Alleine schaffe ich es nicht. Wenn ihr mit mir seid, dann schaffe ich es sicher. Ja, okay. Wer mit mir ist, Daumen hoch. Ja, okay. Jetzt bin ich nicht so weit. Wie gesagt, das war sehr wichtig.
Diese Einhaltung mit dem Buchstaben, dieses Miteinander. Mir ist wichtig, auch hier in unserer Runde ein Miteinander zu haben. Das bedeutet, wenn ich etwas sage und jemand möchte etwas hinzufügen oder etwas kritisieren oder etwas einfach nur applaudieren, Hände hoch, ich habe was zu sagen und dann einfach ab die Post. Steht ein Mann an der Bar neben einer Frau. Er tupft sie so an und sagt zu ihr so, du weißt schon, ich kann hell sehen. Dann sagt die Dame zu ihm, das glaube ich nicht, weil wenn du hell sehen könntest, wärst du schon längst verschwunden. Sehr gut. Ein Mann sagt zu seinem Kumpel, ich bin 7 Jahre verlobt. Dann sagt er, 7 Jahre verlobt? Das ist ja langweilig. Sagt er, nee, dann ist immer die gleiche. Wieso ist es wichtig, im Wissenschaftsleben zu beginnen? Das ist eine Talmudische. Einer unserer großen Talmudisten, Abaye, er hat vor jedem Shiur, den er gehalten hat, hat ein Witz erzählt. Warum? Weil er ein Clown ist? Natürlich nicht. Er war ein großer Tzadik, ein großer Talmud. Atana. Warum hat er das gemacht? Denn wenn wir das Wort Machshava, das hebräische Wort Machshava, das bedeutet auf Deutsch Verstand, mein Denken. Wenn ich das hebräische Wort für mein Denken nehme und das umstelle, die Kombination der Buchstaben, dann bekomme ich ein anderes Wort, nämlich Besimcha, in Freude. Nur wenn ich in Freude bin, bin ich Herr über meine Gedanken. Wenn ich nicht glücklich bin, egal was ich denke, der Gedanke wird falsch sein. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Besimcha, in Freude. Deshalb, das haben wir auch gelernt beim Auszug aus Ägypten. Besimcha, Yitzhu. Da gibt es auch ein Lied. Besimcha, Yitzhu. Keine Panik, ihr werdet auch hier einen Gesangsunterricht bekommen von mir. Ihr bekommt alles voll weg. Geduld. Das ist das. Verstehen mit dem ganzen System hier und dann wird alles super. Auch Gesang, auch Hebräisch, Kurs, alles wird gut. Und natürlich immer. Am Ende kommen wir zu unserem lieben Gott. Okay? Deswegen erzähle ich ein Witz. Das habe ich gelernt von meinem großen Rabbiner, Rabbiner Shalom Arush, mein Mentor, mein spiritueller Vater. Okay? Von dem habe ich es gelernt. Und von wem hat er das? Von unseren Weisen. Und wie gesagt, das eröffnet unseren Horizont, das eröffnet unseren Geist. Und der Baal Shem Tov, das war der Urvater des Hasidismus, der hat gesagt, es gibt ein Prinzip, das heißt von außen nach innen. Mit anderen Worten, so als ob, wenn ich so tue, als ob ich glücklich bin, dann geht es mit der Zeit in mich ein. Ich mache so einen, als ob ich glücklich wäre, ich lache, obwohl ich nicht wirklich glücklich bin. Obwohl es bei mir nicht der Fall ist, ich bin immer glücklich. Das sieht man ja. So ein Lächeln kann man nicht fälschen. Aber wenn jemand ein bisschen getrübt ist, soll er dennoch versuchen zu lächeln. Warum? Von außen nach innen, so sagt er der Baal Shem Tov. Wenn du draußen, das geht dann in dein Herz hinein und bist du zufrieden und dann bist du glücklich und dann kannst du lachen und dann läuft diese Sache. Das ist sehr wichtig. Und deswegen haben wir auch den Spiegel. Wenn du in den Spiegel schaust, wie sagt ich ein bisschen Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die? Hübscheste im ganzen Land. Der große Chafetz Chaim hat gesagt, wer hat ein hübsches Gesicht? Ein Mensch, der lächelt. Wer hat ein hässliches Gesicht? Ein Mensch, der nicht lächelt. Deswegen versuchen wir immer zu lächeln, denn das ist ja das Symbol für Besimcha. Und wenn wir Besimcha sind, also in Freude, wir sind glücklich, wir fühlen uns gut einfach, dann sind wir auch in der Lage, die Tora und auch alle anderen Weisheiten in dieser Welt zu empfangen und nicht nur zu empfangen, sondern auch positiv in meinem Kopf so zu verarbeiten, dass eine Reaktion rauskommt, die für mich dann auch positiv im Leben ist.
Kennt ihr diese Leute, sicherlich kennt ihr solche Personen, die abends nach Hause kommen und die Leute anschreien, die sie am meisten lieb haben. Kennt ihr solche Menschen? Bernd, Jutta, Katja, Anna, Gottfried, Klaus, wo bist du, Klaus? Kennt ihr solche Personen? Solveig, kennst du solche Personen? Habt ihr schon mal sowas gehört? Da kommt jetzt ein Mann nach Hause und er schreit die Menschen an, die er meist liebt. Er überfährt seine Frau. Er überfährt seine Kinder. Wieso macht er das? Warum? Vielleicht ist er ein böser Mensch? Was denkt ihr? Ich will Meinungen hören. Ich höre euch zwar nicht, aber redet, ich sehe euch ja. Das ich bitte euch, Torah, Musik und Hebräischkurs, und ihr bittet mir, weil ich euch nicht höre, ich lerne Lippen lesen durch euch. Das ist das Problem. Deswegen redet einfach, ich werde Suppenlippen lesen. Wieso macht er das? Er kommt dann abends nach Hause, auf dem wartet seine Frau, seine Kinder und er liebt sie. Und genau diese Leute hat nichts Besseres zu tun, der liebe Mann, und beginnt sie anzubrüllen. Warum? Was denkt ihr? Ist er böse? Ist das ein böser Mensch? Die Antwort ist nein. Kein Mensch ist böse. Denn von unserem Wesen her sind wir alle gut. Jeder Mensch ist von seinem Wesen her ein guter Mensch. Woher wissen wir das? Es gab mal einen Disput zwischen Mann und Frau in Bezug Kindererziehung. Der Sohn ging mal zu seinem Vater und sagte, du Pap, wie entstand der Mensch? Dann sagte der Papa, es gibt einen großen Forscher, der heißt Darwin. Und dieser Darwin, der hat eine Evolutionstheorie. Urmensch, das war so eine Art Affe. Und dann schon langsam, hat er sich entwickelt zu einem Menschen. Wie toll. Super, der Darwin. Eh? Sagt er, interessant. Dann ging er zu seiner Mutter. Sagt er, Emma, Mama, wie ist der Mensch auf die Welt gekommen? Dann sagt die Mama, unser lieber Schöpfer hat den Menschen so. Jeder Mensch ist ein kleines Stück von Gott. Gott hat uns erschaffen. Dann sagt der Junge zu seiner Mama, interessant, der Papa hat mir nämlich erzählt irgendwas von einem Urmenschen, eine Art Affe, der Mensch wurde, und du erzählst mir, Gott hat mich erschaffen. Wie haut das hin, dieser Widerspruch? Dann sagt er, das ist kein Widerspruch. Dein Vater, der redet über seine Familie und ich rede über meine Familie. Okay? Ja, war gut, oder? Was war jetzt da los mit dem Mann? Er kommt nach Hause und er kommt von einer guten Familie. Warum? Wie wir eben sagten, Gott hat uns erschaffen. Und die Seele in uns, das ist ein Teil Gottes. Das bedeutet, jeder von uns hat einen wundervollen Teil in uns. Sogar wenn ein Mensch alle Sünden auf der Welt begeht und die schlimmsten Sachen der schlimmsten. Das Schlimmste tut, was man tun kann auf dem Planeten, das macht er. Er legt sich schlafen, steht in der Früh auf. Was sagt er in der Früh? Elokai neshama shenatata b'teorahi. Mein lieber Gott, die Seele, die du mir gegeben hast, ist rein. Nur ein guter Mensch kann etwas Reines besitzen. Wie kann es also dann sein, dass so ein Mensch, der so eine reine Seele besitzt und unsere Weisen ihm sogar befohlen haben, in der Früh, wenn er aufsteht, egal wer er ist, das Schlimmste aller Schlimmen, der Niedrigste aller Niedrigsten, du stehst in der Früh auf, du musst es sagen, insbesondere wenn du gut bist, egal. Er kommt nach Hause, brüllt seine Frau an, drangsaliert seine Kinder. Warum macht er das? Ist er böse? Nein. Aber warum? Warum? Und nicht nur das, er weiß selber, dass es gar nicht zu seiner Natur passt, Leute anzuschreien, die er ja liebt. Das ist ja verrückt. Und deswegen fühlt er sich schlecht in diesem Augenblick, wo ihm das passiert, diese Entgleisung. Und er schwört sich selbst, ich werde mich morgen verbessern. Ich werde es nie wieder tun. Ich werde meine Frau nicht mehr anschreien. Ich werde meine Kinder nur noch liebkosen. Und dann kommt er morgen nach Hause, selbe Uhrzeit, selber Platz, selbe Personen. Was macht er? Ach, wieder Vollgas. Er fühlt sich schlecht damit. Warum? Und hier kommt die Regel. Die Regel
dass wenn mir jetzt zuhört und diesen Punkt in sein Herz legt und damit zu Gott geht und dafür betet, dessen Leben wird sich verändern. Okay. Ein Mensch kann nur das geben, was er selbst hat. Finanziell verstehen wir das. Du willst von mir 50 Euro. Wenn ich dann 50 Euro habe, kann ich dir keine 50 Euro geben. Aber auch spirituell, geistig und mental ist es bei uns so verankert. Ich kann nur das geben, was ich selbst besitze. Wenn ich den ganzen Tag herumlaufe und mir denke, wie beschissen das Leben ist, wie schlecht ist es in Deutschland zu leben, wie unmöglich ist es in Israel zu leben, wegen der Politik und wegen den Politikern und wegen der Bank und wegen der Korruption und wegen des und wegen Sel und wegen jedem. Diese Gedanken, was machen die in mir? Die machen in mir negative Gefühle. Das macht mich depressiv. Das wird mich in tiefe Verzweiflung, tiefe Traurigkeit, Hilflosigkeit. Und jetzt komme ich nach Hause zu meiner lieben Frau. Und mit diesem Package in meinem Herzen, soll ich jetzt meine Frau lieben? Soll ich meine Kinder liebkosen? Da muss er weisen, forget it, das wird nicht gehen. Denn ein Mensch kann nur das geben, was er hat. Wenn ich Freude in meinem Herzen empfinde, kann ich andere Leute anstecken mit meiner Freude. Wenn ich in meinem Herzen keine Freude habe, keine wirkliche Freude, echte Freude, dann werde ich das auch nicht können. Und so ist es bei allem im Leben. Ein Mensch kann nur das geben, was er besitzt. Physisch und auch geistig. Bei allem, bei allem. Es gibt Eltern, die sagen ihren Kindern, musst du die Zähne putzen, zweimal am Tag. Aber er selbst putzt sich auch nicht die Zähne zweimal am Tag, sondern nur einmal am Tag in der Früh. Aber er will, dass sein Kind auch abends sich die Zähne putzt. Das wird nicht gehen. Was wir selbst nicht besitzen, können wir dem anderen nicht geben. Und das ist das bei dem Mann. Der denkt, der kommt nach Hause und der denkt sich andauernd, das ist Negative. Wir müssen wissen, es gibt... Wir haben ein Betriebssystem. Wir Menschen haben ein Betriebssystem. Ich schreibe das kurz mal auf und halte es hier in die Kamera. Wir haben unsere Gedanken. Sieht das jeder? Gedanken. Sieht man das? Jo. Diese Gedanken führen zu Emotionen. Ich halte es hier in die Kamera. Gedanken. Moment, Gedanken führen zu Emotionen. Was machen Emotionen mit uns? Eine Emotion bewegt mich zu einer Handlung. Und die Handlung ist dann was? Ein Ergebnis. Das ist der Kreislauf. Das ist der menschliche. Das ist unser menschliches Betriebssystem. Jedes Ergebnis, das ich habe, das Klaus Zauner ist ein Profi. Erzählt er. Wundervoll. Jedes Ergebnis, das ich habe, das hier, jedes Ergebnis, das ist das Ergebnis von meinen Gedanken erstens. Und so weiter und so fort. Gedanken, Emotionen, Handlungen. Deswegen, wenn der Mann nach Hause kommt und nichts Besseres zu tun hat, als die Menschen anzuschreien, die am meisten liebt, dann bedeutet das, sein State of Mind, sein Kopf, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er ist wie ein Mensch, kennt ihr die Leute, die Jammerkasten, die immer, die sitzen dann, der sitzt mit einem Loch in der Socke, sitzt da vor dem Fernseher mit dem Unterhemd und mit dem Ketchupfleck hier. Kennt ihr die? Er isst die Chips, ein Ketchupfleck mit einem Loch in der Socke, wie schwer das ist. Über Gott und die Welt, wie alles schlimm ist und wie alles unmöglich ist und wie alles unerträglich ist und die Politiker und das und das und jenes. Schade, weil das wirft ihn in die Emotionen
die nicht so wirklich guten Handlungen bringen können. Deswegen müssen wir unseren State of Mind überprüfen. Rabbi Nachman aus Breslev, der große Meister, er hat uns gesagt, überprüfe deine Gedanken. Du bist überall dort, wo deine Gedanken sind. Das ist das, was wir alle in unser Herz legen müssen. Wir sind überall dort, wo unsere Gedanken sind. Und deswegen, sagt der Rabbi Nachman weiter, achte darauf, dass deine Gedanken da sind, wo du gerne sein möchtest. Das sind Sätze, die haben unheimlich Power. Starke Intention ist das. Das müssen wir alle verinnerlichen. Deswegen, lasst uns jetzt halt wirklich den Entschluss treffen. Den Entschluss treffen, mutig zu sein. Was bedeutet mutig zu sein? Ein Mensch, der mutig ist, der glaubt daran, dass es auch anders sein kann. Anders, irgendwie besser. Ein Mensch, der nicht daran glaubt, dass es anders, irgendwie besser sein kann, der hat keinen Mut. Der ist nicht mutig. Deswegen lasst uns das mutig sein. Lasst uns das verinnerlichen, diesen Punkt. Ich kann nur das geben, was ich habe. Das hilft uns dann. Zu mir kam mal ein, ihr wisst ja, ich bin Traumfamilientherapeut. Zu mir kam ein Mann mit dem Problem, er kann sein Kind nicht schreien hören. Und dann hab ich mir mal die Bemerkung erlaubt, ja, was willst du, dass es dann macht? Willst du, dass das Kind dir eine E-Mail schreibt? Was ist das? Das ist ein Baby. Was will er? Was will er? Das ist ja wohl klar, dass er schreibt. Soll er dir eine E-Mail schreiben? Was soll er machen? Das ist genau das Prinzip. Ich kann nur das geben, was ich habe. Wieso erzähle ich euch das? Weil wir wollen ja sehen, was deine Eigenschaft unser lieber Schöpfer hat. Und der Schöpfer gibt uns die Tora, das Buch der Bücher. Was ist diese Tora? Diese Tora, das ist nicht einfach nur so ein Buch, sondern aus dem Buch kann man entdecken die ganzen Eigenschaften von unserem lieben Gott. Dass er uns liebt, wie wichtig wir ihn sind. Und. Die Tora, das ist eine Tora zum Liebhaben. So heißt sie Mishlei. Shlomo HaMelech, der große, der weise Shlomo HaMelech hat gesagt, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Was sein Satz, oder? Von der Liebe, die Torah, das von der Torah ausgeht, sollen wir entzückt sein. Stellen wir vor, im ersten Rendezvous, Gottfried, Anna, könnt ihr euch daran erinnern? Mittendrin ein Blick, tak, 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 und dann war die entzückt. Das will unser Schöpfer auch von uns, dass wir entzückt sind. Dass wir entzückt sind von der Torah. Dass wir entzückt sind von der Torah. Wir müssen verstehen, dass unser lieber Schöpfer, der ist wie Wi-Fi. Wisst ihr, was Wi-Fi ist? Wireless. Wireless ist überall. Stimmt's? Ist jemand computertechnisch unterwegs, außer mein Co-Pilot, Hanna? Ist Computer, Craig, Nummer 1, das habe ich schon verstanden. Aber ist hier jemand unterwegs? Wi-Fi, was ist Wi-Fi? Internet. Wieso bezahlen, wenn ich da kostenlos rausspringen kann, oder? Habe ich Internet kostenlos. Aber was? Es geht nicht immer, du brauchst einen Code. Das Allergleiche sagt unser lieber Gott. Ich bin wie Wi-Fi, ich bin überall. Aber um mich zu empfangen, brauchst du ein Passwort. Und das Passwort heißt Emuna. Was bedeutet Emuna? Emuna, das ist die Kraft des Glaubens. Die Kraft des Glaubens. Gott hat uns mit der Kraft des Glaubens auf die Welt gebracht. Jeder Mensch, auch wenn er ein Atheist ist, hat er auch diese Kraft des Glaubens in sich. Wo sehen wir das? Ein Mensch, der jetzt Malibu-Boy-mäßig durch die Stadt gebaywatcht, läuft durch den Strand, der fühlt sich super, dann glaubt er halt nicht an Gott. Ja. Aber in dem Moment, wo er krank ist, oder sich im Krankenhaus wiederfindet, was macht er dann? Jeder. Ich hab nicht immer so, war nicht immer so hübsch. Okay? Ich war nicht immer so hübsch. Ich habe mal anders ausgeschaut. Ich war einmal ungläubig. Leider. Aber auch Gott sei Dank, weil die Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
Und dann war ich auch mal krank und war dann im, nach dem Unfall war ich dann in einem Krankenhaus. Und der ungläubige David Graf damals, nicht, dass ich jetzt, ich frage mich bloß, wo ich mal gelebt habe. Ihr wisst, ein Jude, der darf kein Schweinefleisch essen. Das war für mich täglich im Programm. Pessach darf man kein Brot essen. Das war für mich Standard am Pessach. Und aber ich war von den Jungs, die am Yom Kippur Cheeseburger gegessen haben. Ja. Und was ist dann passiert? Dann ist mir mal was passiert und auf einmal habe ich, bete ich, warum? Woher kam mir das? Woher kommt das? Und das ist nicht bloß bei mir, bei jedem ist es. Jeder hat es. Nur der Clevere, der wartet nicht darauf, bis er eine am Deckel bekommt und jetzt im Krankenhaus liegt, sondern der Clevere, der benutzt diese Kraft, wenn es ihm gut geht. Wenn er total im Elan ist, wenn er total im Brennen ist, wenn er total seine ganze Kräfte zusammen hat, dass er die nutzt. Und dass er dann drauf springt mit diesem Passwort auf dieses Wi-Fi, das Gott heißt. In dem Moment, wo man sich mit unserem lieben Schöpfer verbindet, bekommt man alles im Leben. Alles bekommt man im Leben. Alles. Wir Juden haben eine Mezuzah an der Tür. Bevor wir nach Hause gehen, wir haben eine Mezuzah. Warum haben wir eine Mezuzah? Auf dieser Mezuzah steht der Name Shin Daled Yud. Shin Daled Yud, das ist ein heiliger Name, Shem Shaddai, von unserem lieben König. Ich sehe gerade, Nina ist hinzugekommen, oder? Nina, Shalom. Shaddai, was ist dieses Shaddai? Als Gott hat diese Welt erschaffen, dann war diese Welt rund. Und in dem Moment, wo sie so ein schöner Ball war, hat er gesagt, Dai. In der Kabbalah in Zohar heißt, Amale Olamo Dai. Er hat zu seiner Welt Stopp gesagt. Die Welt hat den Punkt erreicht, was sie erreichen musste, um eben eine schöne runde Welt zu sein, eine runde Kugel. Hör auf, wachs nicht mehr weiter. Wie hat er das gesagt? Das ist Stopp mit diesem Namen Shaddai. Deswegen tun wir den an unsere Haustür. Dass wenn wir dann reingehen in unsere Wohnung oder in jedes Haus, dann halten wir unsere Hand an die Mezuzah und küssen sie. Warum? Um unseren State of Mind zu überprüfen. Und wenn ich sage, stopp, alle Probleme, jeder Stress, jeder Kummer, alle Sorgen, stopp, bis hierher. Du bleibst draußen, du kommst nicht mit mir rein in dieses Gebäude, nicht mit mir rein in meine Wohnung. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen, das müssen wir wissen. Stopp. Amare Olamo Dai. Das ist Emuna. Wer sich mit Gott verbindet, auf dem wartet dann Gott bei sich zu Hause. Und wenn Gott bei dir zu Hause sitzt, dann gibt es keine Krankheiten, dann gibt es keine Probleme, keine Geldsorgen, keine Kummer, nichts. Und selbst wenn nicht alles rund läuft, dann ist es auch halb so wild. Warum? Weil das Leben ist schön. Von einfach war nie die Rede. Aber das Leben ist schön. Das Leben ist wundervoll. Wie? Mit Emuna. Mit Emuna. Wenn man über Gott spricht, dann kommt oft die Frage, wo ist er? Ich sehe nicht. Ich habe eine pfiffige Tochter. Gott hat mich beschenkt, Baruch Hashem, Barava, mit einer sehr aufgeweckten Tochter. Und wie meine Tochter 4 Jahre alt war, hat sie mich eine sehr interessante Frage gestellt, nämlich, Papa, Abba heißt ich, Abba auf Hebräisch ist Papa. Abba, stimmt, Gott hat auch sowas, so, und sie deutet mir so auf meine Nase. Sagt sie mir, stimmt, Gott hat auch sowas? Dann sage ich, wie sowas? Dann sagt sie, ja, schaut so aus wie wir. Wie du, wie ich, wie wir. So, jetzt wissen wir, dass Gott hat keinen Körper und Gott unterliegt keinen Begriffen, was ein Körper, die körperliche Gestalt, Gott ist ein anderes Level. Und wie soll ich das jetzt einer 4-Jährigen erklären? Und dann sagte ich zu ihr, da habe ich so gelacht. Und dann sagte sie zu mir, Papa,
ich möchte ihn sehen, zeig ihn mir. Und dann habe ich dir gesagt, wie soll ich ihn dir zeigen? Möchtest du ihn jetzt sehen, jetzt, sofort? Sagt sie, ja, jetzt. Dann habe ich gelacht und sagt sie, auf zu lachen, zeig ihn mir. Und dann sagt sie, ich zeig ihn dir. Und dann sagt sie, nein, jetzt will ich ihn, du willst ihn mir nicht zeigen, aber sie ist sauer. Du willst ihn mir nicht zeigen, ich will ihn sehen, jetzt, mit meinen Augen will ich ihn sehen, jetzt, hier. Was habe ich dann gemacht? Gott hat mir ins Herz gelegt. Ich war überrascht. Ich hab mich nicht vorbereitet auf diese. Ich war unvorbereitet auf diese Frage. Aber wunderschön. Gott ist immer mit mir. Und deswegen, wenn etwas ist, sofort Connection. Und Gott hat mir dann etwas ins Herz gelegt. Dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, pass auf, meine Engel, komm mal mit mir. Dann habe ich sie mitgenommen ins Schlafzimmer, in ihr Kinderzimmer. Ihr Bett ist so positioniert am Fenster. Bei uns in Israel scheint die Sonne, wonderful, immer traumhaft hier in Israel, sehr empfehlenswert, Urlaub oder auch zu leben. Schöne Grüße nach Österreich, nicht vergessen, Israel ist die Nummer 1. Auf alle Fälle, da habe ich sie so hingelegt ans Bett und habe sie gesagt, Schatz, du möchtest Gott sehen, du kannst Gott sehen. Aber du musst eine Regel kennen. Es gibt Sachen auf der Welt, um sie sehen zu können, musst du deine Augen schließen. Es gibt Sachen, die sieht man nur, wenn man seine Augen schließt. Das hat sie nicht verstanden. Dann habe ich dir gesagt, pass auf. Blick mal bitte in die Sonne. Schau mit deiner ganzen Kraft, schau in die Sonne. In der Sonne verbirgt sich ein Geheimnis. Blick mal da rein. Dann hat sie in die Sonne geblickt und was hat sie gesehen? Natürlich, ich sehe nichts, es blendet mich. Warum ist das so? Und dann habe ich dir gesagt, warum ist das so? Das Licht der Sonne, im Gegensatz zu dem Licht, das Gott ausstrahlt, ist nichts. Die Sonne ist wie Dunkelheit. Wie die dunkelste Finsternis, das ist die Sonne im Gegensatz zu dem Licht, das unser heiliger Gott ausstrahlt. Unser Schöpfer, das ist ein Licht. Die Sonne ist Dunkelheit dagegen. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, schau mal, die Sonne, du blickst in die Sonne und bist nicht in der Lage, das Licht der Sonne zu sehen. Das ist uns unmöglich, es blendet uns zu stark, das Licht, zu intensiv. Unser Schöpfer, sein Licht, das ist so intensiv, mit den Augen ihn zu sehen, es gibt. Aber es gibt eine Regel. Es gibt Sachen auf dieser Welt, um sie zu sehen, muss man seine Augen schließen. Und damals habe ich meine Tochter gebeten, sich aufs Bett zu legen. Haben wir uns aufs Bett gelegt, ich habe Rollos hochgezogen und dann waren wir beide so mit geschlossenen Augen und dann habe ich zu ihr gesagt, spürst, und die Sonne hat uns so ins Gesicht gestrahlt, dann habe ich zu ihr gesagt, spürst du die Sonnenstrahlen? Merkst du, wie es warm wird auf deiner Backe? Dann sagt sie, ja. Dann, mit geschlossenen Augen, dann sage ich, das ist Gott. Das ist Gott. Du musst deine Augen schließen, musst es versuchen, dich mit ihm zu verbinden, mit seinem Licht, und dann spürst du sein Licht, dann wird es gewarm. Das ist Gott. Du musst an Gott glauben, wie ein Blinder an die Sonne glaubt. Nicht, weil er die Sonne sieht, sondern weil er die Sonne spürt. Emuna, die Kraft des Glaubens, das ist auf der Ebene von Spüren. Das ist ein Empfinden. Man kann es nicht sehen, sondern man muss es empfinden. So wie es meiner Tochter gesagt hat. Und Hochschem, heute weiß jeder in dem Kindergarten, dass Gott die Sonne ist. Das habe ich richtig toll gemacht, oder? Das hat sie verstanden. Ich habe gesagt, schau in die Sonne. Das hat sie verstanden. Aber heute ist sie schon ein bisschen älter. Heute kann sie das einteilen. Wie jede Partnerschaft oder jede Beziehung lebt von was? Was denkt ihr? Jede Beziehung, Mann und Frau, ich und der Bernd in Stuttgart derzeit, wenn wir Freunde sein wollen, oder ich und der Klaus, ist dann immer Kontakt. Wie läuft es? Wir müssen miteinander reden. Kommunikation, das ist das Schlüsselwort für eine gute Beziehung. In einer Ehe, wo keine Kommunikation herrscht, das ist keine gute Ehe. Freundschaft ohne Kommunikation, das ist keine Freundschaft. Frieden ohne Kommunikation? Wort und Tokstadt ist das, kein Frieden. Kommunikation, das Allergleiche auch mit dem Schöpfer. Mein Rabbi Rabbi Shalom Arush hat eine Regel.
Wenn du an Gott glaubst, dann liebe ihn. Eine ganz einfache Formel. An Gott zu glauben bedeutet, mit ihm zu reden. Eine Kommunikation mit ihm zu haben. Ich glaube an Gott, deswegen spreche ich mit ihm. Wenn ich an Gott glaube, wieso rede ich dann mit ihm? Es gibt Menschen, die sagen, ich bin gläubig. Sprichst du mit Gott jeden Tag? Hast du ein Treffen mit Gott jeden Tag? Mit deinem Schöpfer triffst du dich mit ihm jeden Tag? Ich treffe mich mit meinem Schöpfer jeden Tag mindestens eine Stunde. Mindestens eine Stunde. Mindestens eine Stunde treffe ich mich mit meinem Schöpfer jeden Tag. Wo? In der Abgeschiedenheit. Wie sagt man auf Französisch? Rendezvous. Ich habe ein Rendezvous mit meinem Schöpfer. Ganz romantisch geht es vor. Okay? Jeden Tag in der Abgeschiedenheit, in einem Park, wo keine Menschen sind, nur ich ganz alleine. Ich war in einem Wald. Fragt den Klaus. Mein lieber Klaus, er macht es. Er ist heute schon auf so einem Level, dass er das macht, jeden Tag. Jeden Tag macht er die Hibbodidut. Hibbodidut, das heißt, auf Hebräisch nennt man das Hibbodidut. Das ist das persönliche Gespräch mit Gott in der Abgeschiedenheit. Jeden Tag, jeder muss das machen. Jeder, der hier sitzt. Das ist alles, was ich dir sage, das sind nur Einleitungen. Das ist alles nur Einleitung. Damit, wir müssen uns zusammenfinden, damit das, was wir reden, alles, was ich sage, ich habe mich vorbereitet, ich habe die Seiten, habe ich nicht mal aufgeschlagen. Warum? Weil Gott hat mir was anderes jetzt im Kopf gemacht. Man muss sich leiten lassen von unserem Schöpfer. Das ist alles nur. Hamelamet Torah Lamo Israel. Er lehrt uns die Torah. Wir müssen uns führen lassen von unserem lieben Schöpfer. Wir müssen eine Kommunikation zu ihm aufbauen. Ganz einfach mit ihm reden. Was mir am Herzen liegt. Was mich stört. Was ich möchte. Meine Träume. Meine Empfinden. Meine Sehnsüchte. Meine Verlangen. Meine Wünsche. All das muss ich, wohin muss ich da hin? An wen muss ich das wenden? Natürlich an unseren Schöpfer. Aber wie? Nicht nur mit einem Gebetsbuch. Wenn jemand nur durch ein Gebetsbuch mit Gott kommuniziert, dann ist sein Glaube sehr, sehr klein. Sehr, sehr, sehr klein. Sein Glaube ist super klein. Das ist ein ganz kleiner Glaube. Ganz gering ist der Glaube. Ein Mensch muss in der Lage sein, mit Gott frei weg zu reden. Über alles, was er in seinem Herzen hat. Frei weg. Gott hört dich. Gott wartet darauf, dass du mit ihm sprichst. Das ist so, du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, Gott hat dein Ohr. In dem Moment, wo du deinen Mund öffnest, nimmt Gott sein Ohr sozusagen und setzt es vor deine Lippen. Öffne deine süßen Lippen und spreche ich ja alles. Das bedeutet zu glauben. Ein Mensch, der kann so ausschauen wie ich, wenn er nicht jeden Tag mit Gott spricht, so wie es mit seiner Frau tut, so wie es mit seiner Mutter tut, so wie es mit seinen Kindern tut oder so wie wir uns jetzt unterhalten, dann glaubt er nicht an Gott. Dann ist er vielleicht religiös. Aber an Gott glauben tut er nicht. Denn an unseren Schöpfer zu glauben, das bedeutet, mit ihm zu sprechen. Weil wenn ich an meinen Schöpfer glaube, an meinen Schöpfer, der alles kann, dann wende ich mich sofort an den, der alles kann. Indem ich bin in der Lage, allkönnend zu sein. Wenn ich mich mit dem verbinde, der wirklich alles kann. Jemand hat ein Mann hat keine Frau, er ist Single. Ihm geht das Single-Leben auf den Keks. Sie ist Single, sie will endlich ihren Prinzen. Ja, mein guter Mo und gute Dame. Wenn ich dir jetzt versprechen würde, ich mache dir jetzt ein Rendezvous mit dem Heiratsvermittler Nummer 1, wärst du zu schwach, dahin zu gehen zu dem Treffen? Hättest du zu wenig Motivation, dieses Treffen wahrzunehmen? Jemand braucht Geld. Geld. Oder bis jetzt habe ich nur Blödsinn gesprochen, aber jetzt Geld. Jetzt rede ich über Tachles. Endlich reden wir über das Geld, Tachles. Money. Jemand braucht Geld. Jemand will sich Auto kaufen, müsste braucht. Ich tue dich jetzt zusammen verkuppeln mit dem Finanzminister Nummer 1, der kann dir das Beste. Er gibt dir genau den Check, den du brauchst. Wärst du zu faul, das zu machen? Wärst du zu bequem, zu überlegen, wohin zu gehen? Egal was. Jedes Fehlen, das wir haben,
wenn ich versprechen würde, ich habe den Mann oder ich habe die Frau, ich habe genau die Ware, die du brauchst, um da rauszukommen, jeder würde dahin laufen. Das war der gleiche Sinn wie bei unserem Schöpfer. Und der Schöpfer kann alles. Tov Hashem Lakol. So sagt der König David. Gott ist für alles gut. Gehört? Red mit ihm. Du brauchst eine Frau. Red mit ihm. Du brauchst einen Mann. Red mit ihm. Du willst Kinder. Red mit ihm. Es läuft nicht in der Beziehung. Red mit ihm. Du fühlst dich nicht gut. Rede mit ihm. Das ist ja der Grund, warum es dir nicht gut geht. Das ist ja der Grund, warum du keinen Mann hast. Das ist ja der Grund, warum du kein Haus leben hast. Das ist ja der Grund, warum du keine Kinder hast. Warum? Weil Gott hat ja diese Welt erschaffen, damit wir ihn finden. Aber wie lässt er sich finden? Wie? Indem wir ein bisschen hier und da Probleme haben. Warum? Weil wenn es mir gut geht, dann lege ich mich zurück und nimm den nächsten Flieger auf Mallorca und setz mich dann am Ballermann 6 oder vielleicht der V8, weiß ich nicht. Und Halligalli. Aber das ist nicht der Grund, warum Gott die Welt erschaffen hat. Gott hat nicht die Welt erschaffen, nicht für Facebook, nicht für Twitter und auch nicht für irgendeinen anderen Mainstream. Gott hat die Welt für einen ganz anderen Zweck erschaffen. Und das ist der Zweck. Der Zweck, dass Gott die Welt erschaffen hat, ist, damit wir ihn kennenlernen. So steht es im Sohn, im Heiligen Sohn. Jeder kann das nachschlagen, im Buch im Garten des Glaubens. Jetzt, wer sagt Hashem, kommt ein Buch im universellen Garten des Glaubens. Ich habe das jetzt fertig übersetzt. Das ist jetzt schon im Layout, wer sagt Hashem, bald kommt ein super Buch. Da, das ist auch für Nichtjuden sehr, sehr gut. Warum? Weil in dem Buch wird aufgeführt, auch alle jüdischen Gebote und was das jüdische Gebot, was seine Bedeutung das hat für ein Nichtjuden. Zum Beispiel Pessach. Jetzt war ja Pessach. Pessach ist ein jüdisches Fest. Was will Gott von einem Nichtjuden mit Pessach? Was? In dem Buch steht es drin. Und der Jude versteht dann die Intensivität von diesem Fest, das daraus ergeht. Und bei allen Festen und etwas Fest, ein Bombenbuch. Das sagt es schon. Aber das ist das A und O. Mit Gott reden. Rabbi Nachman aus Breslau hat gesagt, wir müssen in der Lage sein, mit Gott zu sprechen wie mit einem guten Freund. Ich muss mit Gott sprechen wie mit einem guten Freund. Wenn ich nicht in der Lage bin, mit meinem Schöpfer zu reden wie mit einem guten Freund, dann ist mein Glaube ganz schwach. Wir haben die Tora erhalten am Berg Sinai, richtig? Am Berg Sinai hat sich Gott offenbart und hat uns allen die Tora gegeben. Hat er dort ein Gebetsbücher verteilt? Ein Gebot in der Tora ist was? Das Gebet. Ein Gebot aus der Tora verbindlich für uns alle, das ist das Gebet. Dass wir unseren Schöpfer anbeten müssen. Dass wir Sachen erbitten müssen. Dass wir uns an ihn wenden müssen. Dass wir uns mit ihm beraten müssen. Dass wir einfach Kontakt aufnehmen mit unserem Schöpfer. Das ist ein Gebot. Heute gibt es Gebetsbücher. Damals am Berg Sinai hat er jedem ein Gebetsbuch gegeben, hier nimm Schmakoleno, jetzt beginn zu beten. Nein. Ja, was war dann das Gebet? Das war genau das, über was wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, nämlich das persönliche Gespräch, das individuelle Gespräch von mir und meinem Schöpfer. Ich rede mit meinem Schöpfer. Ich rede mit ihm. Heute habe ich mit einer Frau gesprochen, die war ganz aufgebraust. Dann habe ich gesagt, du, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, ich will dich mal fragen. Trinkst du Kaffee? Wie machst du? Was trinkst du? Trinkst du Cappuccino, Macchiato, Espresso? Machst du ihn schwarz, mit Milch, ohne Milch? Wie trinkst du gern deinen Kaffee? Dann sagt sie zu mir, ich trinke einfach nur Kaffee. Geil. Espresso, Macchiato, das war ja ein bisschen zu italienisch, ich habe mich nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, Kaffee trinkst du, schwarz, stark, zwei Zucker. So. Mach dir den Kaffee so, wie du ihn magst. Willst du eine Zigaretten rauchen? Sind dir eine Zigarette. Wobei ich abrate von Rauchen. Aber Nachmann hat gesagt, nicht rauchen. Setz dich hin mit deiner Zigarette, wenn du rauchst. Mit dem Kaffee, wie du ihn magst. Und sag, Ribono Sholam, Herr der Welt, lass uns mal ein bisschen über meine Probleme reden.
Mach ein bisschen Smalltalk mit deinem Schöpfer. Das ist das, was jeder von uns machen muss. Das ist das, was jeder von uns verinnerlichen muss. Bei jedem Problem. Egal was. Rabbi Nathan aus Breslau hat gesagt, bei jedem Mangel, den ich sehe, entweder wurde dafür überhaupt nicht gebetet, oder es wurde zu wenig dafür gebetet. Guter Satz, oder? Alles, was dir fehlt in deinem Leben, entweder hast du überhaupt nicht dafür gebetet. Überprüf dich selbst. Wenn du noch bislang noch überhaupt nicht dafür gebetet hast, dann beginne. Weil auf das wartet der Schöpfer. Das ist deine Erlösung. Oder du hast zu wenig dafür gebetet. Dann intensiviere das. Auch macht es ein bisschen spannender, explosiver, pikanter und auch von Inhalt auch reicher. Wie indem du einfach ein Treffen machst. Jeden Tag. Und wer das macht, der wird den Garten Eden, das Paradies auf dieser Welt, wird er hier schon erleben. In dem Moment, wo er einfach nur mit Gott redet. Frei weg. Frei weg. Frei weg. Wirklich hingehen. In ein Feld, in einen Wald, in einen Park. Jeden Tag. Und mit Gott drüber reden. Das ist Emuna. Das ist die Kraft des Glaubens. Glauben, ein anderes Wort für Glauben, wenn du mich fragst, ist Hoffnung. An Gott zu glauben, das legt der Menschen Hoffnung ins Herz. Und zu hoffen, das gibt Antrieb. Und wenn wir da rausschauen auf unsere Welt, genau das ist ja das. Unsere Welt raubt uns das. Unsere Welt will uns das immer rauben. Die Hoffnung. Es ist alles verloren. Weltuntergang. Armageddon. Alles Blödsinn. Es gibt keine Verzweiflung auf der Welt, sagt der Rabbi Nachman aus der. Aber was? Wir müssen immer versuchen, unser Leben zu steigern. Wie? Indem wir mit unserem Schöpfer reden. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Diese Kontaktsuche. Das bringt Bindung zu unserem Schöpfer. Ja, und das hilft uns dann zu glauben, dass erstens, drei Regeln haben wir heute gelernt. Erstens, alles kommt von ihm. Zweitens, alles ist zum Guten. Und drittens, wenn ich durcheinander bin, habe ich erstens und zweitens vergessen. So, das ist alles. Ich bin durcheinander. Warum? Ich habe erstens und zweitens vergessen. Alles kommt von ihm. Das war nicht meine Frau, und das waren nicht meine Kinder, und das war nicht der Nachbar, und das war nicht meine Oma, und das war nicht der Friseur, der mir hier jetzt meine Frisur versaut hat. Nein. Es war nicht er, sondern es war er. Er war. Er da oben. Warum? Er hat eine Message. Und diese Message gilt zu knacken. Ja. Bis dahin. Heute war es ein bisschen der Einstieg. War mir alles neu, diese ganze Technik. Ihr habt es gehört, ich bin ein Mensch, ich verbringe viel Zeit im Wald. Ich bin gar nicht hier. Ich bin dort. Ja. Aber deswegen, ehrlich, alles, was ich sage, sage ich aus meinem Herzen. Und deswegen, und dafür bete ich auch. Ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten technisch auf das. Warum? Weil ich habe mich vorbereitet mit Gebeten auf das, was ich hier mache. Weil alles, was ich mache, ich bereite mich mit Gebeten darauf vor. Deswegen gab es zu Beginn Pleitentech und Pannen. Das nehme ich mit in Kauf. Hauptsache, lieber Pleitentech und Pannen in der Technik, anstatt Pleitentech und Pannen ohne Gebet. Der Arizal, der große Kabbalist, der hat gesagt, dass alles, was ein Mensch bekommt, ohne dafür gebetet zu haben, das wird ihm am Ende zum Verhängnis. Das ist wie ein Bumerang. Du bekommst etwas im Leben, etwas Gutes im Leben, aber hast nicht dafür gebetet, bumm. Das kommt zurück, und dann hast du es total ins Gesicht bekommen. Deswegen, für alles muss man beten. Für alles im Leben muss man beten. Sich das angewöhnen. Dass Gott ist nicht irgendwo im All und auch nicht irgendwo am Horizont und auch nicht irgendwo, sondern es ist hier. Er ist hier. Er ist bei mir. Er ist neben der Solveig. Er ist neben der Nina. Er ist neben dem Manfred. Er ist neben dem Klaus. Neben der Katja. Neben der Jutta. Neben dem Bernd. Neben dem Gottfried. Neben der Anna. Neben eurer Katze da. Gott ist überall.
Gott ist nicht irgendwo da oben. Und das ist der Glaube. Ich muss fest daran glauben, dass Gott nicht irgendwo ist, sondern er ist hier mit mir. Im Hier und Jetzt. Und wie bringe ich das zum Ausdruck, dass ich wirklich daran glaube, dass er hier ist? Mit mir, in mir. Wie? Indem ich mit ihm rede. Indem ich mit ihm rede. Indem, wenn es darauf ankommt, ich ihn sehe. Und nicht die Welt. Sondern ich sehe ihn, der die Welt lenkt. Und was passiert, es kommt von ihm. Und was er tut, es ist zum Guten. Und ich bin noch verstehen, was zum Guten muss. Darüber werden wir noch reden. Über die ganzen Sachen auf dieser Welt, die nicht gut sind. Augenscheinlich. Über das reden wir alles noch. Aber bis heute ist das Wichtigste. Deswegen meine herzliche Bitte an euch. Jeden Tag. Jeder von euch. Keiner hat ein vollkommenes Leben. Jeder hat Stress. Jeder hat Glaubensprüfungen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder von uns. Auch ich habe mein Päckchen, glaub mir. Glaub mir, ich bin zwar immer glücklich, ich bin immer happy, weil ich habe Emuna. Ich habe Gott. Deswegen weiß ich, egal was kommt, auch wenn der Tsunami kommt, der kann mich nicht wegspülen. Warum? Ich habe Gott. Der gibt mir ein super Surfbrett und dann komme ich zurück an die Insel, als ob nichts passiert ist. Aber auch ich habe mein Päckchen. Nimm dein Päckchen. Nimm dein Päckchen. Öffne das und beginn daran zu arbeiten. Mach das, was der Schöpfer erwartet auf dich. Rede mit ihm. Wie mit einem guten Freund. Wie mit einem guten Freund. Und du wirst sehen, dass dein Herz sich erfüllt mit Freude, mit Glück, mit Angenehmheit. Und dann schließt sich der Kreis über das, was wir gesagt haben. Über das Betriebssystem eines Menschen. Gedanken, Emotionen, Handlungen, Ergebnis. Wenn meine Gedanken stets Gott suchen, dann habe ich was für Emotionen? Das ist das, was ich sagte. Der Glaube ist Hoffnung. Zu hoffen auf etwas, das ist etwas Gutes. Das lebt in mir. Ich habe immer Luft. Ich bin nicht atemlos, sondern ich fühle mich wohl. Ich warte auf etwas. Gleich habe ich es. Gleich bin ich Millionär. Gleich bin ich reich. Gleich bin ich gesund. Gleich habe ich die schönste Frau, die tollste Kinder. Gleich. Hoffen. Ich habe meine Träume. Und das bringt Handlungen. Welche Handlungen? Dass du glücklich bist. Du machst Handlungen wie ein glücklicher Mensch. Du machst auch Entscheidungen, die dir helfen. Weil, mach Shava Besimcha. Gedanken in Freude. Und dann hast du das Ergebnis, ein gutes Ergebnis. Und das ist das, was ich heute geben wollte. Als Einleitung. Um ein gutes Ergebnis im Leben zu bekommen, müssen wir darauf schauen, was wir in unserem Kopf haben. Denn was da drin ist, es geht hier rein. Und wenn es da drin ist, handle ich. Wir handeln nach den Dingen, die wir im Herzen tragen. Es gibt viele Menschen, die rauchen. Marlboro Light. Vom Kopf her versteht er, dass es ungesund ist. Er weiß, dass es ungesund ist. Ja, mei, wieso hörst du denn nicht auf? Du Hanswurst, wieso hörst du denn nicht auf zum Rauchen? In Bayern wird man so ihm ansprechen. Wieso hörst du denn nicht auf zum Rauchen? Was ist los mit dir? Wir lassen nicht auf zu rauchen. Er versteht, aber er hat es nicht übertragen in sein Herz. Menschen, die etwas vom Kopf ins Herz leiten und es dann im Herzen ist, die hören dann auf zu rauchen. Verstand erreicht, reicht nicht. Deswegen erzähle ich euch heute so viel vom Gebet, weil alles, was ich mit euch besprechen möchte, was wir gemeinsam lernen wollen, der Satz schon mit seiner Hilfe, er lehrt uns, nicht ich. Und niemand, nur er lernt uns. Um das zu verstehen, damit es von unserem Kopf in unser Herz hineingeht, dafür brauchen wir das Gebet. Denn das Gebet, das ist der Impuls, das ist der Input. Heute weißt du etwas, das ist eine Erkenntnis und du musst es in dein Herz übertragen. Wie kannst du es übertragen? Durch das Gebet. So. Deswegen lasst uns alle Menschen des Gebetes sein. Ein Mann des Gebetes, eine Frau des Gebetes. Denn ein Mann, der betet, der ist Superman. Ja. Okay.
Eine Frau, die betet, sie ist Superwoman. Okay, Superwoman. Die tollste Superwoman zu sein. Trach. Und los geht's. Das muss super sein. Super sein bedeutet, an unseren Schöpfer zu glauben. Der kann alles. Wenn ich mich mit ihm verbinde, der alles kann, bin auch ich in der Lage, alles zu können. Lass uns es versuchen. Lass uns es mal antreiben. Mach dein Päckchen auf, rede über dies, über jenes, mach das. Du wirst sehen, dass dein State of Mind sich auf ihn fixiert, so hat König David gemacht. Shevita Hashem, nenne Vitamin. Ich habe Gott stets vor meinen Augen. Er sucht immer Gott. Was bedeutet es, Gott immer stets vor Augen zu haben? Er sucht stets die Kommunikation. Ihr seht das, Autoporne, nicht Gott hat mir das jetzt gegeben. Warum? Ist gut, warum? Wer weiß. Vielleicht später ein Unfall. Jede Verspätung hat sein Gutes, etc., etc., etc. Das möchte ich, dass wir besatzen schön weitermachen. Ich, meine Lieben, habe jetzt noch einen Live-Vortrag. Das bedeutet, wer jetzt halt noch, wer hören will, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe hier was. Über das werde ich jetzt reden. Ich habe jetzt also ein Live auf unserer Internetseite, breslev.co.il. Das war nicht schwer, oder? Nochmal. breslev.co.il. Das ist übrigens, das ist die größte deutsche Internetseite auf dem YouTube. Warum? Wir haben monatlich 16.000 Klicks. 16.000 Besucher, Buchersinn. 16.000 Besucher. Deswegen auch, da gibt es Artikel, da gibt es auch viele Videos, da gibt es alles. Wer da, und natürlich, ihr müsst euch ausrüsten mit den Glücksbringern, mit den Vitaminen. Im Garten des Glaubens, das Buch, im Garten des Friedens, das ist nur für Männer. Eine Frau darf das Buch nicht lesen. Das ist ein Buch nur für Männer. Gottfried lacht. Ich hoffe, du liest es, wenn du es nicht lachst, das ist meine Faust. Das liegt nicht nach Österreich. Es gibt ein Buch für Frauen. Nur für Frauen. Ein Mann darf das Buch nicht lesen. Das Buch heißt Die Weisheit der Frauen. Klein. Jede Frau ist sehr weise. Die Frau ist, weißt du, wie weise du bist? Wie clever du bist, wie intelligent du bist, was deine innere Schönheit du in dich trägst, was für ein tolles Potenzial und wie du es ausschöpfen kannst, wirklich so nutzen kannst, damit du in dein Leben vorankommst. Um dir deine Probleme rauszunehmen. Alles in diesen Büchern. Alles notieren, studieren und lesen. Und das in seinem Kopf hat, so wie ich. Ich habe alles in meinem Kopf und meinem Herzen. Deswegen lache ich so viel. Deswegen bin ich so glücklich, weil ich, Gott ist mit mir. Ja, deswegen freue ich mich. Ich sage danke an den Gottfried. Danke an die Anna. Danke an den Bernd. Danke an die Jutta. Danke, Katja. Ich habe dich noch nicht gesehen, aber du schuldest mir noch ein Bild, Katja. Klaus, amore mio, danke dir. Deiler Dorf, Tadek, Manfred Knorr, auch du schuldest mir noch ein Bild. Nina, auch du schuldest mir noch ein Bild. Und Solveig, du schuldest mir gar nichts, du bist klasse, super. Ich wünsche euch alles Liebe, wie gesagt, wenn ihr weitermachen wollt, einfach auf die Internetseite. Und ich freue mich auf nächste Woche, diesmal ohne Pleiten, Pech und Pannen. Bitte unterstützt mich, ich bete dafür, betet auch ihr dafür, dass wir uns alle zusammen verbinden, damit das große Licht, das Gott für uns herablässt, auch wirklich in unsere Herzen gehen und damit wir dann ein tolles, schönes Leben haben, okay? Alles, alles Liebe, hab mich gefreut, dich kennenzulernen zu haben. Bye-bye. Auch ich freue mich auf nächste Woche. Das war sehr inspirierend. Ich hoffe, wir schaffen es, diese gute Laune aufrechtzuerhalten. Bis zum nächsten Dienstag um 19 Uhr. Alles Gute. Ohne Panik, keine Woche. Ja, ich habe nicht gewusst. Und wenn Panik kommt, dann nur mit Lächeln hinnehmen. Okay, cool. Vielen lieben alles Dank. Auch, wirklich danke auch vielen an Dank Dan. An Radi Krause und an alle Teilnehmer. Bevor jeder hier sich ausklingt, ein großes Danke an Diana. Die hat dem Back hat sich viel mit mir gesprochen und hat so viel engagiert, hat viel gearbeitet, hat viel gemacht. Deswegen wirklich Daraba für das ganze Engagement. Wirklich tolle Arbeit. Ich beneide dich. Im Himmel bist du umarmt von unserem Schöpfer. Schweiß viel Glück. Alles, alles Liebe zu Daraba. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss. Baba.